Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit einer neuen Waffe, die ich gleich schmieden werde, und zwar die Version 3. Ja, gehen direkt hin, müssen noch ein paar Sachen reproduzieren. So, wir gucken aber erstmal auf die Tafel, was ich denn so alles schon habe. Vier Waffen habe ich schon fertig gemacht. Wie gesagt, einmal das Schwert, einmal Maschinenpistole, einmal Scope-Gewehr und einmal Impulsgewehr. Jetzt kommt die Version 3, es müsste eine Handfeuerwaffe sein, mal gucken. Aber gehen jetzt erstmal hin, ich glaube, produziert habe ich schon. Ja, so, gucken wir uns mal kurz im Inventar an, was ich denn so alles habe und was man braucht. Also für Version 3 braucht man hier konzentrierte Radiolaria-Kultur einmal und fortgeschrittener Paradox-Verstärker zweimal. Zweimal schon gefarmt, also einmal die Radiolaria-Kultur brauchen wir 10, um einen konzentrierte Radiolaria-Kultur zu bekommen. Also so eine hier. Die droppen wir mal, die blauen droppen wir zufällig auch, wie gesagt, hier, wie steht hier, öffentlichen Events und Truhen. Und die hier, die fortgeschrittene Paradox-Verstecker, droppen halt bei Strikes, Schmerzen, Matches und heroischen Abenteuern auf Merkur. Ich habe auch jetzt ein paar Abenteuer gemacht, heroische, da kamen die jetzt bald raus. Und jetzt werde ich direkt einsetzen und dann geht es dann los mit dem Schmieden. Und dann hoffe ich auch, dass dann die Quest losgeht, 14. Heiliger. Ich bin mal gespannt, beziehungsweise erstmal geht eine neue Version los hier. Also neue Prophezeiung kommt dann eigentlich. Mal gucken, wie die heißt dann. So, verlorene Prophezeiung. Dann geht's zum Schmieden. So. Ist ja auch immer gut, dass immer ein Powerlevel angelegt ist. Also man kriegt jetzt eine Powerlevel-Waffe, die halt dem entspricht, was man auch gerade hat. Das ist immer gut. So, mal gucken, wie das hier hinten die Tafel sich verändert noch. So, da ist auch beleuchtet gerade. Ja. Oh. Bube Königin König 3. Ja, sogar als Powerwaffe. 328. Ja gut, da muss ich natürlich jetzt nochmal eben schnell nochmal hier. Jetzt habe ich ein bisschen aufgepasst. Waffenmod habe ich mir vorher schon geholt. So, mache ich direkt rein. 333. Und es ist eine Meisterwerkwaffe, das meine ich damit. Nice one. Eigentlich ganz gut. So, hören wir mal Bube König. Königin König 3, was ist das für ein komischer Name? Na egal. Handfeuerwaffe, eine Armee trifft aufeinander, steht, fällt, drei Noble führen in den hoffnungslosen Krieg. In sich vorrückendem Wahnsinn kriegt das Böse, nur einer thront über dem Kriegsgebrüll. Ja, super vorgelesen, würde ich sagen. Was haben wir denn noch so? Leichtes Gehäuse, superbe Handhabung. Bewege dich schneller, wenn du diese Waffe ausgerüstet hast. Dann einmal schneller Zug-HV oder einmal wahre Sicht HV, dann einmal Hitmark HV, dann haben wir einmal Prallgeschosse, dann einmal hier taktisches Magazin, dann einmal verbesserte Geschosse und zum Schluss haben wir hier Pulsmonitor. Der Mod ist eingesetzt, wie gesagt, Feinde besiegt, ist hier ein Zähler drinne, Meisterwerkwaffe, wie gesagt. Ja, setze ich direkt natürlich ein, so, rein damit. So, aber wie gesagt, ein kleines Powerlevelchen da unter, aber egal, ich will die gleich nochmal eben zeigen, nochmal gleich mal testen und dann gehen wir nochmal gucken, ob Bruder Bronx was Neues für mich hat hier. Vance Bronx, kann sich wieder jetzt heißt. Ist egal, wisst ihr, wen ich meine, hier den komischen Bruder hier. So. Als ich diesen der Bruder mit den schlechten Zähnen. So, verlorene Prophezeiung, ein weiterer, eine weitere oder weiterer Vers oder Version. Ja, das ist jetzt der Anfang, um den 14. Heiligen Helm zu bekommen. Ja, also das, wie das geht alles und wie es dann weitergeht, haue ich in die Beschreibung rein. Ja, ist alles von meinem O, die Info. Also guck danach, wie es dann weitergeht. Ich nehme jetzt erstmal an. Da müsst ihr nämlich erstmal dann auch wieder rumfarmen. Wie blöd, das dauert auch ein bisschen länger, weil wir gucken jetzt erstmal. Neue Quest wird auch direkt angezeigt. Okay, das ist nämlich, glaube ich, Signallicht, die neue Quest. Du hast Zeit zu lernen. Verlorene Legenden, genau, Signallicht, die Mission auf 300 Power Level. Die muss ich als nächstes machen. Und dann geht es immer peu à peu weiter. Zudem haben wir hier natürlich noch die Version, die ich sehen will, was man da machen muss. Okay, schließe Signal ich erstmal ab. Okay, also erstmal die Mission und die Quest abschließen. Jetzt danach müsst ihr dann halt, glaube ich, wie ich weiß, zwei von diesen hier farmen. Herr Mayon, Blütenfossil, zwei davon, dann zwei von konzentrierte Radiolaria-Kultur und zwei von den vorgeschrittenen Paradox-Kultur, so viel ich weiß. Und dann habt ihr das Ding durch. Aber wie gesagt, alles noch in der Beschreibung. Und dann müsst ihr auch da die 14 Heiligen-Kontinente finden. Nice one. Also ich musste jetzt wirklich alle vier verlorene Prophezeiungen erst vorher abschließen. Zu denen natürlich Prophezeiung 10. Und die Quest kommt hier natürlich nur beim Titan, weil der Helm ist halt, also der Helm jetzt, wenn ihr auf den Helm scharf seid, ist natürlich nur für den Titan, bringt sonst nichts. Und
wenn ihr das hier erstmal jetzt abgeschlossen habt, kommt jetzt erstmal noch eine Schrotflinte, ne? Die bekommt ihr auch noch zu. Also Schrotflinte und der Weg zum, zum 14. Heiligen. So, jetzt warte ich jetzt noch ein bisschen rum hier. Die Waffe testen. Nachladen ist langsam, wie ich gerade sehe. So. Sonst Damage geht so, weiß nicht. So, kann man noch probieren, so, die Damage. So, dann lassen wir das Event einem hier mit. So, noch mal sehen. Wir müssen kurz auf die andere Seite noch, wo die da nicht fertig werden. Nach jetzt geht's ja schon, alles klar. Gut, dann kann ich das Event gleich mitmachen hier. Sieht man das vielleicht auch nochmal, wie das auf heroisch geht. Ist eigentlich gar nicht so schwer. So, jetzt dreht sich das Ding. Jetzt kommen wir rüber. Die andere Seite macht auch mit. So, dient man eben, wie gesagt, nur eigentlich zur Schau. Die Waffe mal sieht hier. So, muss der Mann halt nicht dahinter. Okay, da müsst ihr den eben verschießen. Ne? Dann nimmt ihr da auch die Kugel, packt ihr die Kugel hier in die Mitte. Wenn sie denn die Kugel nehmen, nehmen sie die Kugeln, ja. So, rein damit, zack. So, jetzt kommen hier so Kristalle hier. Die müsst ihr jetzt verschießen. Dann kommen die Platten, dann müsst ihr raufspringen. Ja, wahrscheinlich kennt ihr das alle schon, aber ich sag's trotzdem nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. So, dann müsst ihr halt immer diese Kristalle hier abschießen, ne? Schnellstmöglich natürlich. So, dann noch welche. Dann müsst ihr ganz bis nach oben springen und dabei immer die Kristalle abschießen. So, da ist noch eine. Noch eine. Alle gewesen sein, gehe ich von aus, hier keine mehr. Ne, das war schon. So. Ja, jetzt kriege ich eine Einladung, super. Danke. Passt mal sehr schön zur Live-Aufnahme. So, ich will schnell hier den heroischen Strike aktivieren. Dann müssen wir noch auf die andere Seite. Weil die steht, nämlich die aktiviere die Warp-Tour und müssen wir noch auf die andere Seite ziehen. Hier. Aufmerksamkeit auf mich lenken werden. Ja, ist gut, ey. So. Da drüben sind auch schon welche, aber einer eher gesagt, müssen wir erstmal mal eben schnell hin und nochmal kurz aushelfen hier. Wie gesagt, da müssen wir auch halt ein Ding zerstören und dann voll poppen. Ist jetzt wieder zurückgekommen jetzt gerade? Ja, ist gerade wieder zurückgekommen. So, das hier, den Bewahre halt zerstören. Schnell zu müssen. Okay, kurz. So, gut, heroisch ist aktiviert. Jetzt können wir zurück und besiegen den Torlord. Mal drauf rumkloppen auf den und dann muss man halt auch noch mal so kleine Minotauren zerstören, die droppen auch noch mal ein paar Sphären, die man oben rein, die man dann wieder oben reinstopfen muss. Ach, gleich alles. Ach, eine andere Waffe schießen, sorry. Das ist ein Schild, so jetzt kommen gleich noch andere. Nicht mehr. Läuft. So, wo ist er? Wo kommt er jetzt? Wo kommt er jetzt? Zur anderen Seite gestartet oder was? Ah, da ist er. Okay, jetzt variiert immer. Jetzt auch hier so ein Bewahrer hier. Ein Geschütz hier. Hier die Kugeln da raus. Muss ihn nehmen. Mit dem Katapult hier in die Mitte hüpfen. Währenddessen dann gleich direkt drücken oder vorbeifliegen, verdammt. Gut, hatte ich funktioniert. Ja, aber so geht's auf jeden Fall. Passt schon. Ah, ist vorbeigeworfen. Okay, jetzt nochmal die Phase hier. So, dann kurz mal rüber raushauen hier. Dann ist frei. Probier's nochmal, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Muss doch irgendwie vorher irgendwie abbremsen, ne? Irgendwie. Ja, so, zack. Da ist gleich ein Schild mehr, der dicke Mino hier. Und schon ist halt down. So, weil die Ladekultur ist auch getroppt. Als sein meist veröffentlichter Chronist kann ich sagen, dass Osiris genau wie du gehandelt hat. Gut einsagen hier. Wunderbar, ja, das ist noch was gezeichnet mit der Waffe, wie gesagt. Ich sag vom Design gefallen mir die Waffen alle. Und dann geht's dann demnächst weiter, wenn ich hier meine Quest abgeschlossen habe und dann meinen 14. Heiligen abholen kann und die Schrote dafür.
Also ganz okay, wie es ist. Und dann erstmal danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Wird reingehauen. Tschüss!